Hohe Kerosinpreise und eine krasse Personalmisere machen den Fluggesellschaften schwer zu schaffen. Abgesagte Flüge könnten dadurch bald zum Normalzustand werden. Das legt eine Studie des Kreditversicherers Allianz Trade nahe. Demnach werden die Ticketpreise in diesem Jahr zwar kräftig ansteigen. Dennoch bleibt den Fluggesellschaften wenig finanzieller Spielraum, um ihren Personalmangel zu beheben. Die derzeit häufigen Flugstreichungen könnten so zum Normalzustand werden, meinen die Finanzexperten. Im Gegensatz zu den verbrauchsabhängigen Treibstoffkosten sind die Personalkosten bei den Fluggesellschaften fix. Da die Kerosinkosten aktuell sehr hoch sind, gibt es für die Unternehmen wenig Anreize, ihr in der Corona-Pandemie kräftig abgebautes Personal wieder aufzustocken. Mittelfristig könne das der umweltfreundlicheren Eisenbahn nutzen. Die Entwicklung CO2-neutraler Flugantriebe werde noch lange dauern, schreiben die Autoren der Studie. Zudem fehle den hochverschuldeten Fluggesellschaften Geld, um in der Zwischenzeit neue, sparsamere Maschinen zu kaufen.